Zukunft der Arbeitswelt, wie wir in Zukunft arbeiten wollen. 16.30 Uhr beginnen diese beiden Diskussionsrunden. Wir sind hier bei Vernetzt, das Zukunfts... Zukunftscamp, ne? Wir sind hier bei Vernetzt, das Zukunftscamp, und hier hat Christiane Schinkel von der Piratenpartei Landesverband Berlin gerade einen Vortrag gehalten, zusammen mit anderen Mitdiskutanten über Liquid Democracy, Liquid Feedback ging es da hauptsächlich. Das Ganze verlinken wir unten im YouTube-Channel, da könnt ihr euch das angucken. Christiane, was kam denn, also du hast mir vorhin gesagt, du hättest gerne noch Sachen erzählen wollen, die nicht so richtig rüberkamen. Was möchtest du uns denn noch über Liquid Feedback erzählen, was du in dem Panel nicht so richtig rüberbringen konntest, das meiner Meinung nach sehr gut gelaufen ist? Ja, ich habe es auch als sehr angenehm empfunden und sehr informativ und sehr vielseitig auch, das Panel. Was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist natürlich ja, die Arbeitsweise in Liquid Feedback, also eher so Prozesse, die ich gerne noch beschrieben hätte, aber dafür war dann eben auch keine Zeit. Was ich wichtig finde oder was ich gerne erwähnt hätte und was aber ist, dass wir mit Delegationen arbeiten und dass es möglich ist, seine Stimme auf jemand anders zu delegieren, wenn man vielleicht mal keine Zeit hat oder nicht keine Ahnung von einem Bereich hat, wo man aber jemand anders durchaus zutraut oder weiß, dass der da sich gut auskennt und wenn das Vertrauensverhältnis da ist, man dann eben sagen kann, okay, in diesem Themenbereich delegiere ich die Stimme an ihn oder an sie, also an den Vertreter. Hier ist der Angriff der Killerschilder. Ja. Was eben im Unterschied zu unserer repräsentativen Demokratie steht, in der man im Grunde ja auch delegiert, aber das tut man nur alle 4 Jahre mit einem Kreuz. Delegiert man sämtliche Stimmen an eine Person. Ja? Und das finde ich einfach bei Liquid Feedback deutlich realitätsnäher, sachpolitikorientierter. Es geht um einzelne Fragen, es geht um Initiativen, um konkrete Ideen, die man dann selber erstmal entscheiden kann, also mit beeinflussen kann, indem man noch Anregungen gibt, also das Ganze noch bearbeiten kann, ja, beeinflussen kann oder eben sagt, ja, fühle mich nicht in der Situation oder in der Lage, das jetzt zu tun. Ich delegiere meine Stimme für diese Initiative auf die und die Person. Oder ich delegiere in dem gesamten Themenbereich meine Stimme. Und es gibt Delegationsketten, die aber auch jederzeit wieder verändert werden können. Und das finde ich einfach einen enormen Zugewinn durch Liquid Democracy, weil es einfach nicht fix ist, sondern ja, ich kann jederzeit sagen, na Moment, in diesem Fall scheint sich die Meinung des Delegationsträgers zu ändern, dem stimme ich nicht mehr zu, ich entziehe ihm die Delegation und lege sie woanders hin. Ja, jetzt haben ja einige Leute in unserem Land Angst vor der digitalen Spaltung. Also alte Leute oder auch Menschen, die sich halt überhaupt nicht mit dem Internet beschäftigen. Ich meine, es gibt ja Berufe durchaus immer noch, wo du überhaupt keinen Computer brauchst. Die sagen sich, ja, aber wie soll ich denn Liquid Democracy, Liquid Feedback nutzen? Das kann ich ja nur über den Computer machen. Was würdest du solchen Menschen sagen? Ich würde solche Menschen daran erinnern, als die Anrufbeantworter eingeführt wurden, sich zu erinnern, mit welchen Gefühlen sie damals dieser Entwicklung begegnet sind. Und oft, ich erinnere mich, damals waren es ganz viele, die sagten, da spreche ich niemals drauf. Und überhaupt ist das eine Frechheit, mich mit so einer Automatenstimme zu begrüßen. Und ich erinnere mich sehr gut an die Diskussion. Heute ist es überhaupt kein Thema mehr. Aber es ist eben auch eine lange Entwicklung passiert. Die Menschen haben sich daran gewöhnt. Die Nutzung ist auch einfacher geworden oder ist einfach uns entgegengekommen oder wir haben uns darauf hinzugeentwickelt, wie auch immer. Heute ist es völlig normal und jeder benutzt das. Und so wird es meiner Ansicht nach auch einfach mit diesen Tools passieren. Es sind ja immer mehr Haushalte auch im Internet. Also immer mehr Leute nutzen das, auch ältere Menschen, alte Menschen. Und ja, diese Entwicklung geht weiter und es wird auch immer normaler werden. Da sehe ich jetzt nicht die Schwierigkeiten drin. Und für die gar nicht daran teilhaben können, gibt es immer noch andere Möglichkeiten, auch teilzunehmen. Sie können sich zum Beispiel jemanden suchen, der für Sie das dann tut. Natürlich braucht es, wenn ich Politik mitgestalten will, etwas Aktivität. Das heißt, ich kann nicht im Sessel sitzen bleiben und dann sagen, naja,
Ich kann ja nichts machen, sondern man muss schon aufstehen, man muss etwas tun. Wenn ich selber mich nicht in der Lage sehe, mit dem Computer zu arbeiten, kann ich mir einen Paten suchen, wen auch immer, und sagen, hilf mir bitte dabei. Und das, ich weiß, dass bei uns im Berliner Landesverband zum Beispiel gibt es immer neue Piratengruppen, wo das erklärt wird, wie es geht, wo Menschen angeleitet werden, wo ihnen auch Unterstützung gebracht wird. Also ja, ich denke, das ist auch alles eine Frage der Zeit. Könntest du dir denn zum Beispiel Internetcafés vorstellen, wo dann auch Leute Liquid Feedback beigebracht wird, zum Beispiel älteren Leuten? Internet, also jetzt Piratencafés oder ja, allgemein? Oder ein allgemeiner Internetcafé. Ja, ich kann mir alles möglich vorstellen, warum nicht? Ja. Okay, ein Streitpunkt bei Liquid Feedback, Liquid Democracy ist ja Klarnamenzwang oder doch lieber Pseudonyme. Bei Pseudonymen besteht ja immer die Gefahr, dass man nachher nicht mal nachkontrollieren kann, wer hat wie abgestimmt. Und Piraten haben ja auch immer so Angst vor diesem Wahlmaschineneffekt, also eine elektronische Maschine, die man nachher nicht überprüfen kann. Ja, das geht ja nicht. Also Wahlen fallen flach, das ist nicht möglich. Anonyme Wahlen, geheime Wahlen. Klarnamenzwang, ja. Im Moment haben wir ja die Prüfung beim Datenschutzbeauftragten und wir haben im Moment die Situation, dass er gesagt hat, es widerspricht unseren Datenschutzbestimmungen, diese erzwungene Offenlegung des Namens im System. Das heißt, wir sind jetzt in einem Prozess, in dem wir uns gerade finden müssen. Also dieser Klarname, so wie er angestrebt war, ist im Moment nicht machbar. Geht auch um Minderheitenschutz, um ja einfach um die Möglichkeit einerseits zu garantieren, dass wir eine Nachvollziehbarkeit gewährleisten, was enorm wichtig ist, wenn die Fraktionen das zum Beispiel als Grundlage für ihre Abstimmung nehmen, brauchen sie eine gewährleistete Sicherheit dafür, dass das auch wirklich echte Mitglieder und Teilnehmer sind und nicht irgendwelche Datenmengen sich da generieren, die dann ja am Ende eigentlich gefälscht sind oder zu falschen Ergebnissen provozieren würden. Also das ist ganz wichtig, dass wir gewährleisten können, dass es sich um echte Personen handelt, um Piraten, die dann abstimmen. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten als den Klarnamen und damit müssen wir uns ja im Moment dann auch auseinandersetzen, weil durch die Datenschutzentscheidungen das einfach im Moment kein Thema ist. Ja, also Klarnamen fallen erstmal flach. Im Moment haben wir Alternativmöglichkeiten. Es geht um ein eindeutiges Identifikationsmerkmal. Und da sind dann eben andere Lösungen denkbar, dass man ja eine Akkreditierung. Pseudonyme? Ja, das wäre schon ein Pseudonym, aber dass die Person, die hinter dem Pseudonym steht, sich schon eindeutig akkreditiert hat. Das ist ja ganz wichtig. Ja. Ja, dass wir wissen, dass zu jedem Pseudonym, was dann im System besteht, eine echte Person existiert. Und zwar eine echte aktive Person, soweit man ja Aktivität jetzt definieren kann. Aber jemand, der tatsächlich vorhanden ist und nicht nur einfach als Account angelegt ist. Ja. Und da sind verschiedene Möglichkeiten. Nummer eins ist eben persönliche Akkreditierung mit Personalausweis. Dann einfach Festlegung des Pseudonyms und ja, im Moment sind so im Gespräch Listen von allen Akkreditierten, die dann in irgendein Safe gelegt werden und von den Vorständen eingesehen werden können, ja, sodass man eben einen Bruch hat zwischen dem Frontend sozusagen, den Namen, die uns dort präsentiert werden, ob sie nun echt oder klar oder pseudonym sind, und den dahinterstehenden Personen. Das muss eben gewährleistet sein, dass es die gleiche Anzahl an Personen ist und dass jedem Pseudonym oder jedem Namen eine echte Person zugeordnet sein kann. Ja? So. Ja. Ist auch noch in der Entwicklung, denke ich. Also wir sind da noch nicht fertig, aber wir probieren uns aus. Wir haben verschiedene Bezirksinstanzen, die wir jetzt ja, in denen wir uns dann austesten und das System mal testen und Akkreditierung testen und so. Ja, mal sehen. Soweit ich weiß, ist der Berliner Landesverband der Piratenpartei ja recht führend, was den Einsatz von Liquid Feedback eingeht. Seid ihr da sozusagen der Motor? Hast du den Überblick? Wie sieht das bei anderen Landesverbänden aus? Also wir sind sicherlich der Landesverband, der schon am längsten und am intensivsten damit arbeitet. Es ist natürlich auch ein Vorteil für die anderen, weil wir Erfahrungen machen, auf die sie dann zurückgreifen können.
Und man muss dazu sagen, ihr macht ja schon Entscheidungen, die bis in die Berliner Fraktion getragen werden, oder stimmt das nicht? Im Prinzip ja, aber was die Berliner Fraktion vermisst, ist eben diese Gewährleistung von wirklichen Abstimmungsergebnissen oder von Abstimmungsergebnissen. Aber das ist im Moment noch der Prozess, den ihr entwickelt. Ja, das ist noch der Prozess. Also da war eben die Idee, diese Klarnamen zu haben, damit man, ja, wer Politik macht, steht mit seinem Namen dafür. Ich persönlich bin mit meinem Klarnamen drin. Ich habe auch keine Schwierigkeit, mich da zu outen, wie ich zu den einzelnen Positionen stehe. Aber andere Personen haben das vielleicht. Und da respektiere ich auch, oder ja, da ist auch einfach zu respektieren, die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse. Und was für die Fraktion total wichtig ist, ist, sich bei Entscheidungen schon stützen zu können auf Meinungsbilder der Mitglieder. Ja, sonst sind sie ja auch nur Einzelstimmen. Und das ist ja das, was wir eben vermeiden wollen. Und was wir hier sehen, das sind übrigens ein Roboter von der Hafen City Universität. Das ist ein Kunstprojekt. Und ja, ich finde die eigentlich ganz nett gelungen. Ne? Zum Beispiel diesen Game-Over-Roboter da hinten. Ne? Finden doch Piraten bestimmt auch ganz nett, oder? Was sagst du zu diesem Roboter da, diesen kleinen Game Over und den Revolution, der ja auch Love verbreitet, ne? Weil Love ist ja ein Teil von Revolution. Ja, ist eine kleine, haben die schon schicke Sachen, ne? Automatisierte Demo, ist doch auch sehr schön. Ja. Sie sind so wütend, sie haben sich sogar ein Schild, sie sind sogar ein Schild geworden. Und letztendlich wollen wir ja nicht alle Roboter in dieser Demokratie sein, die nur zur Wahl gehen und alle 4 Jahre das Parlament wählen, sondern die Piratenpartei setzt sich ja mit Liquid Feedback die und Liquid. Klar machen zum Ende. Klar machen zum Ende. Ach, Sir.